Zahlreiche Kurven, schöne Aussichtspunkte, tolle Pässe und unterschiedlichste Landschaften, das ist Biken in Österreich. Für alle Motorradfahrer bietet Österreich ein schier unerschöpfliches Repertoire an aneinandergereihten Kurvenhighlights. Anspruchsvolle Alpenpässe, Seenlandschaften, Schluchten und kurvenreiche Hügellandschaften. Motorradurlaub auf hohem Niveau erleben. Idealer Ausgangspunkt der verschiedensten Touren ist der Landgasthof Klausner, der in der Nationalparkregion Kalkalpen in Mulln liegt. Seine kulinarischen Schmankerl sind weit über die Regionsgrenzen hinweg bekannt und die gut bürgerliche und ausgezeichnete Küche wissen auch die Einheimischen zu schätzen. Der Biker findet hier nicht nur eine ausgezeichnete Verköstigung, auch das Bike kann sich hier geschützt in einen abgesperrten Abstellplatz von den Tagestouren erholen. Eine kleine Servicestation mit dem nötigen Werkzeug, reichlich Öl und Kettenspray sind vor Ort. Auch der Biker findet in komfortablen Zimmern vor der Tagestour oder nach längeren Benzingesprächen an der gemütlichen Theke seine nötige Ruhe. Zudem steht auch ein kleiner, aber feiner Wellnessbereich zur Verfügung. Mulln im Steiertal liegt im Herzen von Österreich und ist deswegen prädestiniert, unterschiedlichste Motorradtouren zu fahren. Da wäre das Mühlviertel mit den idyllisch hügelig gelegenen Tälern, herrlichen Weitblickpanoramen und eine Kurve reiht sich an die nächste. Traumhaftes Kurvenschwingen im Land der Granitsteine. Oder das Waldviertel entlang der Donau über verkehrsarme, jedoch äußerst kurvenreiche Straßen, vorbei an runden Granitfindlingen, taucht man in eine, ja beinahe, mystische Landschaft ein. Nicht fehlen darf die Tour Glen Canada in den Wildalpen. Wie der Name Glen Canada schon verrät, wendet sich die Strecke entlang dem Fluss Salza. Mit seinen steilen Felswänden links und rechts der Strecke schlängelt sich diese Tour den Fluss entlang und vermittelt eben das Gefühl, sich in Kanada zu bewegen. Pässe, soweit das Auge reicht, findet man südlich von Mulln. Egal ob Postalm, Nockalmstraße, Duracher Höhe, Sölkpass oder Triebner Tauern, um nur einige zu nennen, sind in einer gemütlichen Tagestour zu erreichen. Und da ist noch das Seengebiet im Salzkammergut. Es zählt mit 76 Seen, zahlreichen Flüssen und Bächen zu dem schönsten und größten Seengebiet Österreichs. Bei einer Tagestour kann man locker um die 7 Seen besuchen. Highlights dieser Tour sind definitiv die glasklaren Seen. Wer außerdem gern Kurven fährt, wird diese Route lieben. Im Sommer bieten die glasklaren Fluten eine willkommene Abkühlung in den Pausen.
Jedes Bundesland in Österreich hat natürlich seine eigenen Reize. Das alpine Hochgebirge mit seinen Pässen fordert Mensch und Maschine kräftemäßig, enge Kehren und abschüssige Abfahrten erfordern Weitsicht und Rücksichtnahme. Nirgends kann man die Kraft seines Motorrads besser spüren als auf den österreichischen Alpenpässen. Verbunden mit einem herrlichen Bergpanorama und der Landschaft, die von Almen und Bergbauernhöfen geprägt ist. Zudem sind zahlreiche Kehren auch für geübte Motorradfahrer immer wieder eine angenehme Herausforderung. Und diese sind für viele das Salz in der Bikersuppe. Das Bikerparadies Österreich mit seinen unterschiedlichsten Landschaftscharakteren ist prädestiniert für abwechslungsreiche Touren in den verschiedensten Geländeformationen. Zahlreiche Nationalparks und Naturschönheiten laden immer wieder ein zum Verweilen. Die schönsten Straßen Österreichs sind vom Steiertal mit einer Tagestour zu erreichen. Verbunden mit der bequemen Unterkunft im Landgasthaus Klausner, den schönen Touren, die angeboten werden, und der Vielfalt der Touren ist dies der ideale Ausgangspunkt für echte Genussbiker. Also, auf die Pässe, fertig, los!